kleinen Parteien stellen sich vor. Die Gekauften. Ich bin jung und ich brauche das Geld. Kauf mir jetzt und es gibt einen zweiten Politiker gratis dazu. Lobby ist mein Hobby. Die Teilzeitpartei. Wir von der Teilzeitpartei wollen, dass alle Teilzeit arbeiten können. Für das setzen wir uns ein. Teilzeitlich. Wählen Sie uns und wir versprechen, 75% unserer Zeit im Bundeshaus anwesend zu sein. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin mehr als der Roger Köppel. Die Tierfreunde. Nichts ist wichtiger als das Wohlergehen von unseren Tieren. Wir von den Tierfreunden wollen, dass Tiere besser gestellt werden. Besser als bisher, besser als bloßes Eigentum und besser als Ausländer. Der Herr Pfötli hier hasst Ausländer. Atomfreunde Betznau. CVP. Hey, CVP ist doch keine Kleinpartei. Gut, bei der letzten Wahl haben wir einen Haufen Wähler verloren. Und bei der vorletzten auch. Und Bundesrat, haben wir auch nur noch einen? Die Fassungslosen. Frauen für weniger Feminismus. Also mir als ganz normale Frau geht der Feminismus schon ein bisschen zu weit. Ich meine, ich finde es schön, dass mein Mann mehr verdient als ich. Ich bin halt auch gerne daheim. Und das sehen meine Freundinnen genauso wie ich. Die Frizzulla, die Hermania, die Robertoline, die Hans-Peterine, die Claudiola, die Thomasina. Ja, das sind alles Frauen. Steiner Schulpartei. Unser Logo habe ich selber gemalt. Und schauen Sie, ich kann unseren Parteinamen tanzen. Die Radikal-Transparenten. Wir fordern die totale Transparenz und gehen selber mit gutem Beispiel voraus. Das ist meine Steuererklärung und das sind meine Verwaltungsratsmandate. Sie sehen also, ich bin kein Arsch. Ich habe aber einen, wenn Sie ihn sehen. Die Partei. Hallo, ich heiße Nico Semsrott und ich bin der europäische Präsidentschaftskandidat der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz die Partei. Unser wichtigstes Ziel ist die Einführung einer Faulenquote von 50% in europäischen Vorständen. Angstbündnis Schweiz. Sicherheit ist unser grosses Anliegen. Deswegen stehen wir ein für 4 Liter Wasser trinken am Tag, Sonne- und Mondcreme an den Schulen und Helm- und Sicherheitsgurtenpflicht beim Einkaufen und Arbeiten im Schrebergarten. Fordern Sie heute noch unsere Unterlagen an. Aber Vorsicht, schneiden Sie sich nicht dran. Die Uniformierten. Nein, nicht uniformiert. Uninformiert. Wir haben das leider vergessen. Nachzuschlagen und jetzt heisst Porté halt so. Lieber uninformiert als uniformiert, sag ich da. Puh. Ah! Rrr. T. E. I. Aargauer Separatistenpartei. Ach, Entschuldigung, Frosch im Hals. So, fertig, lustig. Oh, jetzt wollte ich die Waffe aufnehmen. So, fertig, lustig. Die Schweiz hat ihr das letzte Aargauer Witzli gemacht. Pfff. Warte, das wird ja schon geschnitten, oder? Nein, die Ängste sind. Ist einfach ein Take. Ja. Ah, Mann. Free Aargau! Die Schreihälse. Wir von der Schreihälse fordern einen lauten und deutlichen Diskurs. Wieso? Weil es still geworden ist um die Schweiz. Zudem sind unsere Wähler alle über 80 und schwerhörig. Die Aber-Partei. Hey, wir von der Aber-Partei haben ja nichts gegen Frauen. Aber das MeToo geht langsam ein bisschen zu weit. Wir haben ja nichts gegen Schwule, aber normal ist das nicht. Wir sind auch keine Rassisten, aber heil hit. SSVP. Wir von der Super-SVP sehen uns als konsequente Rechtsaussenpartei. Es gibt keine Partei, die rechter ist als wir.
Das geht allein schon wegen der Sitzordnung nicht. Die Nuschler. Ja, wir werden definitiv Sachen und Sachen oder so. Und so kleine Sachen. Und darum wählen sie ja. Also, ja. Die Partei. Das ist aber ein feines Partei. So haben wir es gerne. Das steht übrigens auch in unserem Parteiprogramm. Die spontan Überfragten. Partei der Bürzer. Es war so wies wie Schnee. Vergessen, was ich sehe. Flügel, trage sie wie ein Heu. Die EU-Austreter. Uns langet's. Wir wollen auf der Stelle aus der EU austreten. Die Schweiz ist nicht in der EU. Was? In dem Fall müssen wir sofort der EU beitreten und dann sowieso wieder austreten. Dann könnt aber die jetzt Brüssel oben mal schauen. Die Schweizerische Partei der Unschlüssigen. Wir vertreten die grösste Mehrheit im Land, die Unentschlossenen. Deswegen, unser Wahlspruch, jein, manchmal kommt es halt darauf an. Wählen Sie uns am 20. Oktober auf Liste 5. Oder Liste 8. Oder Liste 12. Mal schauen. Vielleicht. Wir haben ja noch Zeit. Apokalyptische Namaste-Partei. Wenn schon die Welt an den Arsch geht, dann wenigstens tief entspannt und selbstoptimiert. Einfach tief schnaufen und reinspüren. Namaste, Motherfuckers. Die Unvorbereiteten. Ah, das ist heute. Oh. Ich stehe ein für totale Überwachung, Wiedereinführung der Prügelstrafe und grenzenlosen Familiennachzug für spanische Nüssli. Wenn ihr also denkt, SP wählen. Samichlaus-Partei. Samichlaus-Partei.